So, das Beste haben wir uns sozusagen für den Schluss aufgehoben. Wir sind hier bei den Universal Studios Hollywood und werden heute einen schönen Tag im Freizeitpark verbringen. Ich war zum ersten Mal hier, das war aber auch mein erster Freizeitpark in den USA, 1988. Und ich bin immer noch davon begeistert. Ich war jetzt in den Laufe der Jahre schon mehrmals hier gewesen, aber jetzt lange Zeit nicht und bin sehr gespannt, was sich alles so getan hat. Und für Johnny ist es jetzt, glaube ich, mal so wirklich der erste echte amerikanische Freizeitpark, in dem man alles das auskosten kann, was eben diese Parks ausmachen. Ja, wird wahrscheinlich der beste Park sein, den ich in meinem ganzen Leben besucht habe. Erster Besuch und wahrscheinlich auch letzter Besuch. Ist ja nicht so einfach, um nach Amerika zu kommen. Ja, kaum sind wir hier im Park, sind wir auch schon mitten bei Harry Potter. Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, Hogwarts ist das hier noch nicht. Hogwarts ist ja diese Burg, ist diese Schule. Ja. Aber wir sind schon auf jeden Fall in der Potter-Welt und es ist wirklich so, als würde man hier noch nie so was Gutes Nachgebautes gesehen. Also ich erschrecke mich gerade ein bisschen, weil es ist ja so, was man für Deutschland nicht kennt. Jetzt sehen wir Hogwarts gleich. Oh mein Gott, ich bin voll! So. Ah, hier, die waren in. Ja. So, dann gehen wir doch mal rein. In die Schule, wo Harry Potter das Zaubern gelernt hat. Jetzt freut man sich, das erste Mal in die Schule zu gehen. Um es schon mal vorwegzunehmen, an diesem Tag gab es keine Ride, die uns mehr begeistert hat als diese und auch keine Ride, die wir öfter gefahren sind als diese. Ja, das war richtig cool, weil man saß in so einer Gondel zu viert und die Gondel hat sich zu dem Flugerlebnis, was man auf der Leinwand gesehen hat, bewegt, dass man wirklich denkt, man fliegt. Das hier ist jetzt keine Leinwand, das ist jetzt eine Kulisse, weil natürlich muss ja auch zwischen den Leinwänden gewechselt werden. Aber die haben diese Illusion so gut hinbekommen, dass man wirklich gedacht hat, man ist mittendrin. Und das mittendrin auch, weil man hier mit den echten Schauspielern interagiert. Also, die sind auf der Leinwand zu sehen. Das war echt geil. Also, hat mich echt sehr fasziniert. Und die Beine hängen bei dieser Ride nach unten. Und durch die Simulation von Fahrtwind, den man entgegenbläst, wird also echt die Illusion erzeugt, man fliegt wirklich mit. Und zwar in alle Richtungen. Vorwärts, rückwärts, nach oben und nach unten. Die Gondel konnte sich drehen. Man war echt im Gestehen mit eingebunden. Und hier sieht man zum Beispiel diese tollen Bauten. Hier sind also jetzt, das sollen die Drachenkrallen im Dach darstellen. Es ist natürlich alles schwer zu filmen, das Ganze, weil vieles im Dunkeln stattfindet und es wirklich eine rasante Fahrt ist. Ja, und wenn wir mit Blitzlicht gefilmt hätten, dann wären die Leinwände ja quasi angeleuchtet, dann wäre die Illusion ganz verschwunden und wir wollen ja keinen anderen Leuten das Fahrerlebnis zeigen. Und gerade diese Gruselerlebnisse hier, wie in diesem Spinnenwald, es ist wirklich toll. Es waren wirklich sehr viele Elemente aus den Harry Potter Filmen, die man kennt, in diese Ride eingebaut. Und eben auch, wie John schon sagte, dadurch, dass hier die originalen Schauspieler zu sehen sind. Wer ist nochmal hier dieses Spiel, was man hier gerade sieht? Ich glaube Quidditch. Ja. Und hat man auch den goldenen Schnaps gerade gesehen. Ja, es war wirklich, man hat wirklich dieses Mitflugerlebnis gehabt. Und dann wurde es gruselig, dann kamen nämlich diese Dementoren. Hier sieht man sie schon. Und dann kommt eine Passage, die wir jetzt nicht filmen konnten, weil es wirklich fast dunkel gewesen ist. Aber die waren auf jeden Fall vor dir, du konntest die kaum erkennen. Dann siehst du die Umrisse und erschreckst dich. Dann machen die diese komischen Geräusche und Gesichtsausdrücke mit ihren leeren Gesichtern. Das war boah. Also wirklich unheimlich. Und wie gesagt, das ist eine schöne Ride, die war sehr angenehm. Und die hat ungefähr gedauert, ich schätze mal so 5 Minuten waren das bestimmt, oder? Ja, das, also wie viel Geld da eingeflossen ist, das will ich gar nicht wissen. Und hier ist die auch schon wieder zu Ende. Wir nähern uns Hogwarts. Und wie gesagt, wir sind an diesem Tag sehr oft damit gefahren. Oh, was ist das? Kommt mal hier raus bei Harry Potter. Die Sonne ist weg. Wir sind jetzt 5-mal diese Ride gefahren insgesamt. Das Geheimnis heißt ganz einfach Single Rider. Bei dieser Fahrt ist es wirklich egal, weil du wirklich quasi, das ist genauso, naja, okay, du gehst ja mit
ist ein blödes Beispiel, aber... Man geht mit fremden Leuten da rein, aber man ist ja in einer Kabine abgeschottet, kann sich eh nicht unterhalten oder sieht seinen Nachbarn sowieso nicht. Also es ist quasi, naja, ins Kino geht man zwar mit Freunden, aber es ist so, du siehst, es geht um den Film und den hast du da. Genau. Und hier ist es auch so, und jetzt haben wir immer gewartet, so 5 Minuten, sag ich mal, anstatt, ich glaube 90 Minuten war da angeschlagen für... den normalen Besucher, der in seiner Gruppe bleiben möchte. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weiter geht's. So, meine kleine echte Achterbahnfahrt zwischendurch. Ich glaube, das ist die einzige unter freiem Himmel hier im ganzen Park. Ja, glaube ich auch. So, auf geht's. Als nächstes haben wir die Studio-Tour gemacht und dies sind die Fahrzeuge, mit denen man die Studios durchquert. Wie man schon am Namen hört, Universal Studios. Es handelt sich nicht nur um einen Freizeitpark, sondern um funktionierende Filmstudios, wo man durch Requisiten fährt und Filmkulissen und sich alles genau angucken kann. Genau, noch heute werden dort täglich Serien oder Filme produziert und hier fahren wir gerade an Fahrzeugen vorbei, von Knight Rider über Magnum, Back to the Future, die Flintstones und sogar Originalfahrzeuge aus dem Film Jurassic World. Und das haben wir echt genossen. Es ist was Besonderes, wenn man diese Requisiten aus solchen berühmten Filmen mal live zu sehen bekommt. Zwischendurch gibt es immer wieder Unterhaltung für die Besucher, wie hier zum Beispiel eine künstlich herbeigeführte Überschwemmung in einem mexikanischen Dorf. Und genau das, was wir hier gerade sehen, habe ich schon 1988 zu sehen bekommen. Es ist genau so geblieben, wie es war. Es hat also einen gewissen Kultstatus für die Amerikaner, denn die waren wirklich begeistert, wie auch hier von der Szenerie von der Weiße Hai. Es ist alles technisch heutzutage ein wenig überholt, aber die Leute lieben es. Ja, und ich habe es auch geliebt, denn man konnte sich das Ganze mal viel besser vorstellen, wenn man ein laufendes Szenario gesehen hat, anstatt ein leeres Filmset. Also wirklich, konnte man sich dann sehr gut vorstellen, wie das tricktechnisch alles funktioniert. Sieht man auch schon hier, der Weiße Hai ist sicherlich heute technisch überholt, kann man heute anders machen, aber es ist irgendwie, es hat Charme, das Ganze. Und dann ein echter Höhepunkt, für mich auf jeden Fall. Man sieht hier wirklich das Original Bates Motel aus dem Hitchcock-Film Psycho aus dem Jahre 1960. Das ist also eine wirkliche Besonderheit. Da oben ist das Haus, das bekannte Psycho-Haus. Es ist wirklich das Original-Filmset, das hier immer noch steht. Ja, und ich habe den Film auch geguckt und fand es auch so erstaunlich, wie alt das Ganze ist und wie gut erhalten das noch ist. Und man fährt hier wirklich an einem Teil der Filmgeschichte vorbei. Also das hat ja wirklich eingeschlagen. Und sogar haben sie jemanden gefunden, der aussieht wie Norman Bates, der mit seinem Messer hier rauskommt. Ich fand es also wirklich eine richtig coole Sache, wie sie das machen. Richtig toll. Und hier nochmal das Haus in aller Ruhe. Es ist für mich das berühmteste Haus der Filmgeschichte, weil... ich liebe diesen Film und es ist wirklich eine Ehre, dieses Haus einmal live gesehen zu haben. Gleich nebenan war eine völlig zerstörte Welt, ein Filmset aus dem Film Krieg der Welten, den habe ich auch geguckt, hat mir auch sehr gut gefallen. Das Flugzeug, was man hier sieht, welches abgestürzt ist, ist ein echtes Flugzeug, was die für dieses Filmset auseinandergelegt haben. Und wirklich, ich war echt erstaunt, weil es war halt wirklich so ein Chaos, wo man durchgefahren ist. Und mir hat es echt gefallen, wie man so von Set zu Set gefahren ist. Man war irgendwie immer in einer anderen Welt. Und wie gesagt, das hat mir super gefallen. Und schon war wieder Unterhaltung im Spiel. Diesmal in 360 Grad und in 3D. Man sieht hier John, wie er staunt. Wir sind hier in der Welt von King Kong.
Ja, unser Zug, unser Tram war auf einem bewegten Untergrund. Man hatte echt das Gefühl, dass man sich schnell bewegt, dass man in der Welt der Dinosaurier ist und dass man dieses hier live miterlebt, denn man hat auch jeden Schritt der Dinosaurier vom Wackeln des Zuges gemerkt und auch gleich, wenn wir auf King Kong schwenken, müsste gleich passieren, dann ist dieser Riesenaffe auf den Wagen gesprungen und es hat dann wirklich gebebt. Man hat wirklich gedacht, man ist in der Szenerie eingebunden. Ja, und es war wirklich sehr, sehr unheimlich irgendwie, weil es so echt gewirkt hat. Und es war so richtig Action und man hat auch irgendwie, jetzt nicht Angst gehabt, aber man war irgendwie so richtig, nicht geschockt, aber so ein bisschen nervös, weil man hat dann auch gesehen, wie hinter sich so der Rest des Trams so durch die Gegend geschleudert wurde und man dachte so, okay, wir sind so die Letzten, wir sind die Letzten. Also echt geil gemacht. Es ist wirklich wie echt. Und man merkt es auch dir an, John, du warst richtig überrascht davon, wo du das hier gesehen hast, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich toll gemacht. Es ist ein 3D-Erlebnis der Extraklasse. Ganz, ganz großes Kino. Jetzt kommt was Lustiges. Den ersten Film, den wir hier im Kino in den USA gesehen haben, war ein Film namens Nope. Und jetzt fahren wir tatsächlich durch die Kulisse. Ja, sieht jetzt erstmal gleich ein bisschen kitschig vielleicht aus, liegt aber daran, dass es einen Freizeitpark darstellen sollte. Auf jeden Fall so ein Spielspaßland. Es war ein Film mit Aliens und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann war es natürlich auch sehr lustig, wenn man das gerade erst gesehen hat, sich noch am besten erinnert und dann genau die ganzen Dinge noch einmal sieht. Das fand ich, war echt erstaunt davon. Und der Film, der war ja gerade in den USA, als wir dort eintrafen, erst angelaufen. Wir waren also einer der Ersten, die den Film gesehen haben. Und wir waren wirklich sehr überrascht, dass wir hier die Kulissen angetroffen haben, uns das ansehen konnten. Es wirkt, wie John gerade sagt, ein bisschen kitschig, aber hier ist zum Beispiel gerade dieser Sound zu hören. Und das ist wirklich unheimlich, wo diese Aliens kamen. Nicht? Also, ja. Also wir werden uns diesen Film auf jeden Fall nochmal wieder ansehen, glaube ich. Ja, ist ja auch was Besonderes, wenn wir den in den USA geguckt haben. Das finde ich auch. Und toll, dass wir es hier sehen durften. So, Freizeitpark macht hungrig. Ist auch sehr anstrengend, muss ich mal sagen. Draußen wieder eine Affenhetze. Wir haben nochmal hier auf dem Gelände von Universal, außerhalb des Parks. Ich bin also kurz rausgegangen aus dem Park jetzt, mit Stempel, Handstamp, dass man wieder rein kann. Ein neues Restaurant ausprobiert, eine neue Kette. Und zwar Johnny Rockets heißt die. Und hier gibt es leckere Onion Rings, Pommes, Burger. Was hast du für einen? Bacon Cheddar Doppel. Ich habe irgendwie so eine Smoke-Burger in Double. Sieht sehr lecker aus alles. Und wir haben tierischen Hunger. Es ist 2:15 und der Park hätte noch geöffnet bis 21 Uhr. Schaffen wir das? Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal hier was Neues, die Park Ride, weil die heißt ja Jurassic World Ride inzwischen. Schon viel davon gehört. Und wir haben uns hier wieder beim Single Rider angestellt, waren also nicht nebeneinander. Aber die Wartezeit ist normalerweise 2 Stunden. Die ist draußen hier beim Single Rider 2 Minuten. Ja, oder 5 Minuten, genau. Wir sind sehr gespannt.
Eine weitere Stärkung ist notwendig. Diesmal haben wir uns Taco Bell ausgesucht. Gibt es ja auch auf dem Gelände von Universal im City Walk. Ja, Camo Number 5 ist meins hier. Wie das genau heißt, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Das gehört zu meinem Essen dazu. Und dieser ist ein Taco. Ein Taco. Dazu gibt es eine eiskalte Dr. Pepper. Es ist eine Hitze draußen. Und Johnny? Ja, bei mir gibt es auch eiskalte Dr. Pepper und drei Soft. Soft-Tacos? Das sind Soft-Tacos Supreme, weil sonst hatte ich entweder mal Crispy oder Chicken-Taco oder war es bei Del-Taco, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich immer dreimal das gleiche mal genommen und jetzt nehme ich mal was, was ich noch nicht hatte. Goodbye, you chap. Per favor. So, jetzt haben wir uns eben hier um die Mittagshitze zu überstehen im Kühlen, einen Film im Kino angeguckt, und zwar Minions. Und warum? Wir haben ja schon Nope geguckt und ja, von den anderen Filmen kannten wir so gut wie gar nichts. Und da ich früher die ganzen Ich einfach verbesserlich Teile gerne geguckt habe und dann auch mal den Minion-Film, als der im Kino war, den auch geguckt habe, dachte ich mir so, dann muss ich den auch gucken. Ich meine, so Minions, das war, glaube ich, in jeder Kindheit irgendwie so richtig drin, und da finde ich es auch nicht schlimm, nochmal einen Kinderfilm zu gucken, war ja auch lustig, und ja, Stefan fand ihn auch gut, oder? Fand ich erst rein. So, und jetzt haben wir erfahren eben gerade, dass wir haben ja hier Parkgebühr bezahlt, bei Universal, $30. Wenn man ins Kino geht, kriegt man $25 wieder, und jetzt muss ich nur noch meinen Parkschein holen, den ich im Auto habe, und dann haben wir $25 gespart. Kostenlos ins Kino. Genau, so, hier geht's raus. Universal City Walk. Wir haben wieder Bargeld. Ja, das ist echt toll, dass man jetzt sozusagen $5 hier parkt. So, diese Bahn, die sind wir gerade gefahren. Und ja, es gibt wohl einen Film dazu, den habe ich natürlich nicht gesehen. Aber ich muss sagen, war gut die Bahn. Nur passt irgendwie nicht so zum Verhältnis von den anderen Universal-Bahnen rein. Aber ich bin ja eigentlich Deutsche Bahn gewohnt, und dafür war das dann schon gut. Was sagt der Experte Stefan? Naja, was war es? Es war eine Achterbahn im Dunkeln. Davor war so eine Art Geisterbahn geschaltet, sag ich mal. War schon wirklich nicht schlecht gemacht. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal.
Jetzt gehen wir zu einer Bahn, wo mich die Filme überhaupt nicht interessieren. Und das sind das Transformers. Aber die Ride soll gut sein, habe ich gehört. Und was denkst du? Ich bin sehr gespannt, habe die Filme früher mal geguckt, aber ich bin ja nicht mehr so aktuell drin. You will require a set of protective eyewear. Wait until you are seated before putting them on. And of course, no eating, drinking, smoking or photography of any kind. Hold on to the lap restraint at all times and remain seated. Extraction team, this is Optimus Prime. My Autobots are digging the battle stations in Nest and the surrounding area. We'll provide you with all the cover we can. But the future of both our species will be decided. So, das ist natürlich alles im Video schwer festzuhalten, das Ganze, weil es ja alles so Indoor-Rides sind. Diese war jetzt mit 3D-Brille. Es war eine riesige Leinwand, glaube ich. Man ist einmal ein Stückchen höher gefahren in einem Wagen, der sich zur Handlung bewegt. Oder wie kann man es erklären? War richtig gut gemacht, wo ich die Filme nicht mag. Man weiß gar nicht, wo man denn echt ist. Also man wird komplett von der Illusion getäuscht. Das ist ja. Also dieser Park hier, Universal Studios, ist natürlich eine Simulation im größten Teil. Es gibt wenige richtige Achterbahnen, sag ich mal, oder Fahrgeschäfte. Es sind alles mehr so Sachen, wo man in der Filmhandlung sich in der Filmhandlung fühlt. Also total gut gemacht alles. Ja, man wird in den Film mit reingezogen. Ja. Sieht die echten Schauspieler meistens. Und ja. Was heißt meistens? Das habe ich vielleicht schon mehr gesehen von dem Film. Schöne Arme. Das war echt was Besonderes. Was ganz anderes als das, was wir gewohnt sind in Deutschland. Simpsons in ganz nah erlebt. Unglaublich. So, wir schaffen heute so richtig viel. Jetzt können wir uns noch die Waterworld Show angucken. Die gab es schon irgendwann mal, als ich hier schon mal war. Also die gibt es schon über 20 Jahre auf jeden Fall oder sogar schon 30 Jahre. So, wir sind hier jetzt wir sind jetzt drin hier und haben uns schon unsere Plätze. Irgendwie sagt mir das Bild was. Ich glaube, ich habe mal einen Teil davon bei irgendwelchen Videoaufnahmen von euch mal gesehen, aber this show contains many water effects. For your protection, we recommend that you keep all belongings off the floor and cover any camera or video equipment you may have. If you have any questions or would like assistance, please see a show attendant. Thank you and enjoy the show. Ja, unsere Kamera ist wasserdicht, kann auch nichts passieren und wir haben auch keine grüne Bank, wo wir drauf sitzen, sondern eine silberne Bank, wird auch nicht nass. Weil wir die Mitte ausgesucht haben. Ja, und wir haben einen ziemlich guten Platz bekommen hier zur Bühne. I said, we know that's a myth, right? Thank you! He's got a gun!
Once she was all prepared, we'll just stand her with fun! Quasi ein großer Kampf mit viel Feuer, viel Ballerei und viel Action-Stunts und so, also genau perfekt, also sehr, sehr gut. Ja, so geht eben schon auf amerikanisch. Das führen die ja jeden Tag vor, muss ich mal vorstellen, mehrmals. Nein, ich denke ja nicht, dass es immer dieselben sind. Ich glaube, das wechselt. Das wäre sonst zu gut. Das weiß ich nicht, kann schon sein, aber allein die ganzen Effekte, die da drin waren, Hammer. Richtig gute Stunt-Show ist das gewesen. Ja, und damit verabschieden wir uns von Universal und auch aus unserem Urlaub. Morgen geht es dann zurück nach Deutschland. Mal sehen, wie das Wetter da ist. Ja, das Ding ist selbst, wenn es gut sein wird. Wir haben in den letzten Tagen 30 bis 50 Grad gehabt. Ja, also wir werden erstmal frieren in Deutschland, glaube ich. Ja, was soll ich sagen? Enjoy the ride. Enjoy the ride. Unsere letzte Ride. Eine der besten. Jurassic Park. Ich liebe es wirklich. So, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja liken, uns abonnieren oder beides tun. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss.